Lex, willst du auf den Grill für alle richten? Das Problem ist, wir haben halt nur diesen einen. Gut, dann gehst du wieder. Lex kämmt hier zum dritten Mal mit seiner besten Freundin Setti aus Hamburg. In diesem Urlaub ist auch Partnerin Annika dabei. Die beiden schlafen in einem Mietwohnwagen, Setti in ihrem eigenen Sprinter. Ich würde vielleicht langsam ein bisschen aufräumen, wenn das für dich okay ist. Ja, ich bin gleich fertig. Aufräumen? Nicht mit Lex. Er genießt den ersten Campingurlaub zu dritt. Denn mit zwei Frauen zu reisen heißt für ihn doppelte Erholung. Wollt ihr auch nur Weintraube? Lex, warum sitzt du da eigentlich? Komm, jetzt kriegt er erstmal eine Weintraube. Nee. Komm her. Setti, komm. Weintraube. Trockne die Teller ab und tu sie in den Trank. Wir machen einen Zirkustrick. Nein. Pass auf. Schatz. Ja, toll. Hast du großartig gemacht. Nimmst du jetzt bitte die Teller und bringst sie wenigstens rein. Hier. Nee. Bring sie rein. Ja, mach ich. Hat er jetzt nur einen Teller mit reingenommen? Ist das sein Ernst? Ja, das frage ich mich gerade auch. Ich glaube, der verarscht uns. Lex arbeitet 5 Tage die Woche als Entertainer auf der Reeperbahn. Für ihn Grund genug, im Urlaub auch mal nichts zu tun. Schatz, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich glaube, der Moment ist da, wo wir Trauben essen sollten. Nein. Stell dich nicht so an. Ich hab sie. Nicht die Weintrauben. Jetzt wird der Spieß mal umgedreht. Setti lässt sich von ihrem besten Freund nichts gefallen. Lex-Freundin Annika sieht das ähnlich. Also ich habe mir den Urlaub eigentlich so vorgestellt, dass wir untereinander alles aufteilen und jeder ein bisschen was macht und nicht nur wir zwei Frauen. Und Lex macht sich einen schönen Urlaub. Lex, kommst du mal raus? Okay, das ist der Punkt. Was ist los, Mädels? Wir würden uns auch gerne mal hinlegen. Ja, aber mach das doch. Ja, und es wäre ja schön, wenn zum Mittag das Frühstück abgeräumt ist. Pass auf, Mädels. Das Problem ich verstehe ist, euer Problem. In deiner Welt funktioniert sowas von alleine, weil wir das gemacht haben. Passt in auf, unserer Mädels. Welt würde das niemand machen. Ja, ist okay. Achtung, pass auf. Ich mache euch jetzt ein Friedensangebot. Ich übernehme heute Abend das Grillen und ihr müsst euch um nichts kümmern. Um gar nichts. Auch kein Abwasch. Ich habe ja nur gesagt, ich grille. Aber du hast gesagt. Ja, ist okay. Mhm. Ihr müsst euch um nichts kümmern. Auch nicht den Abwasch. Ein Tag Urlaub im Urlaub. Schön. Lex, kannst du überhaupt grillen? Das finden wir heute Abend raus. Also ich kann kochen, das ist ja wie kochen. Na, wenn dieses Friedensangebot mal nicht nach hinten losgeht. Am anderen Ende des Campingplatzes hat Hamburger Lex den Mund etwas zu voll genommen und seiner besten Freundin Setti und Partnerin Annika versprochen zu grillen. Problem, er hat davon keine Ahnung. Wir drehen eine Campingrunde. Alles klar. Und da holen wir uns jetzt die Tipps. Und ihr kommt mit, ich habe Angst alleine. Oh nein. Na gut, dann wollen wir dich mal nicht alleine lassen, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf geht's. Will Lex jetzt wirklich bei den Campingnachbarn erfragen, wie man richtig grillt? Wo willst du jetzt hin? Ja, das weiß ich noch nicht. Okay. Irgendwo da, wo gegrillt wird. Immer der Nase nach, ne? Guck mal, Da wird gegrillt. Darf ich einmal ganz kurz stören? Ja. Sehr schön. Hi, moin, ich bin Lex. Freut mich, dich kennenzulernen. Ja, da ist August. Hallo August, freut mich. Ich sehe gerade, du bist so fleißig am Grillen. Und ich habe hier zwei wunderschöne Frauen. Und die muss ich heute Abend begrillen. Und ich bin jetzt noch nicht so der Grillmeister, deswegen hast du einen guten Tipp für mich, was ich beim Grillen beachten muss. Ja, also nur einsalzen das Fleisch und Pfeffer erst, wenn es fertig ist. Ja. Ja. Und am besten hier auf so einer Gussplatte. Und ja. Das ist schon mal ein guter Tipp. Also nur mit Salz würzen und den Rest erst zum Schluss. Ja, und schön heiß machen, ne? Heiß machen? Lex, leichteste Übung. Danke für den Tipp, damit kann ich auf jeden Fall was anfangen. Das war ja süß. Ja, total. Das sah auch wirklich richtig lecker aus. Das sah richtig lecker aus. Ja. Das Mega. Jetzt aber schon mindestens so gut werden, das ist ja schon klar. Der Druck auf Lex wächst, aber unter den 12.000 Campern auf dem Marina findet sich bestimmt noch der ein oder andere Grillmeister. Entertainer Lex aus Hamburg ist auf der Suche nach den ultimativen Grillgeheimtipps.
denn er hat seinen Begleiterinnen versprochen, ihnen heute Abend den perfekten Grillteller zu zaubern. Also jetzt haben wir schon ein paar Tipps, aber guck mal, da hinten wird auch ein Grill vorbereitet. Die sehen aus, als hätten sie Ahnung davon. Das sieht sehr professionell aus. Ja, hallo! Dürfen wir euch in eurem schönen Reiche einmal ganz kurz stören? Aber sicher. Ja. Herzlichen Dank. Ausnahmsweise. Das ist nett. Sehr gut, ich fange einfach mal hier kurz an, mich vorzustellen. Hi, ich bin Lex. Wer ist denn hier der Chefgriller bei euch? Guck mal, da hinten steht er schon. Herrlich. Hier scheint Grillneuling Lex richtig zu sein. So, du siehst aus, als wenn du mir weiterhelfen könntest. Moin. Moin, moin. Ich bin Lex. Moin. Da geht mein norddeutsches Herz direkt richtig auf. Richtig, das norddeutsche Blut, das kocht wieder. Ne? Oh, herrlich. Kommt ihr auch aus Norddeutschland? Natürlich. Oh, herrlich. Fühle mich direkt heimisch. Micha, bist du Marinas bester Griller? Das mag ich zu bezweifeln, aber ich kann auf jeden Fall grillen. Bei der beschichteten Grillplatte ist das ja auch kein Wunder. Da kann der Grill von Lex Mietwohnwagen wahrscheinlich nicht mithalten. Tipps nimmt der 29-Jährige trotzdem gerne an. Platte ist schon heiß. Ganz wichtig. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, weil wir haben so einen Grill, da kommt die Hitze von oben. Wie machen wir es da? Also einfach auf genau Rost legen und die Hitze dann von oben kommen lassen? Ganz genau. Legen wir es halt direkt in die Mitte. Grillst du hier immer in dieser Kommune hier? Ich grill immer, meistens auch mit Andi zusammen. Die Frauen bereiten vor. Unser Alf, der ist halt eben für die Häppchen zuständig. Ja, hi, moin. Brauchst du noch für die Salate? Ja, ich brauch alles. Eigentlich weiß ich nicht ja alles. Ich muss. Ihr kennt das doch. Nur glückliche Frauen sind gute Frauen. Oder Happy Wife, Happy Life. So sieht's aus. Ja, ganz wichtig ist, dass du das liegen lässt, weil sonst, wenn du es direkt abhebst, weil du es umdrehen willst, schnell, klebt es fest. Ja. Das löst sich von alleine, wenn die gewisse Temperatur erreicht ist. Und dann hast du diese schönen Streifen. Ach, krass. Fleisch, die man kennt. Und dann ist das von der Seite auch fertig. Ja, aber das ist tatsächlich ein sehr guter Tipp, weil das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das hat man ja oft, dass man, wenn man irgendwie Fleisch in der Pfanne macht, dass du es wenden und dann pappt es. Ihr seid richtige Profis, ich merke das schon. Der Druck wird immer höher heute Abend. Alter Vater, ich schwitze schon. Oh, danke schön. Vielen Dank. Ja, dann, ich bin schon ganz begeistert. Dankeschön. Schön, euch kennenzulernen. Ja. Geile Gruppe hier, mega, finde ich super. Und? Das ist meine Gemüseplatte. Herrlich. Ja. Boah, Bier und Hähnchenbrust, besser geht nicht. Lex? Also jetzt, wo du dich hier so durchgefuttert hast. Ich habe zwei Stückchen gegessen. Durchgefuttert hast? Ja. Ja, ich sag's ja. Wir können ja hier unsere netten Gastwirte heute Abend zu uns einladen, oder? Die gucken schon so kritisch. Also wir haben doch nichts kritisch. Ich kann das Level von Micha, das werde ich nie erreichen. Keine schlechte Idee. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr heute Abend vorbeikommt. Also wir haben, glaube ich, 6 Stühle und einen großen Tisch. Also ihr müsstet eventuell selber was mitbringen. Ist nicht schlimm. Nein, auf jeden Fall, an den Stühlen soll es nicht haben. Also ihr könnt auch gerne Micha und den Grill mitbringen, aber bringt gerne so Jurykellen mit. Okay. Dann freue ich mich auf einen schönen Abend mit euch. Ja. Ich manövriere mich auch immer mehr in die Scheiße, ey. Noch mehr anspruchsvolle Gäste für den Grill-Azubi. Die Herausforderung wird immer größer. Am Wohnwagen von Lex bereiten sich Partnerin Annika und beste Freundin Setti langsam für den Abend vor. Der Reeperbahn-Entertainer hat zum Grillen eingeladen, obwohl er davon wenig Ahnung hat. Ich bin wieder da. Oha. Huckuck. Warte, ich mach dir Platz. Ich habe richtig viel gekauft. Ja, das sehe ich. Wir haben Gambas, wir haben Fleisch. Wir haben ein bisschen zu viel Fleisch. Ich habe hier so eine Salatezeuge und so ein bisschen Knoblauch. Jetzt, wo wir getrennt schlafen, kann ich auch Knoblauch essen. Dankeschön, Lex. Und wir haben auch noch Zucchini und Paprika und Pilze. Weil wir haben ja eine Außentemperatur von 30 Grad. Und da wir ja alle keine Salmonellen bekommen wollen, packe ich das jetzt erstmal weg, bis die kommen. Das heißt, ich bringe es in den Kühlschrank. Ja, bitte. Alles klar. Ach, Mädels, ihr seht bezaubernd aus. Ihr habt euch umgezogen, ne? Ja. Dankeschön. Oh, ich muss mich auch noch umziehen. Mach das. Aber du siehst auch so schön genug aus, Lex. Ach, danke. Muss ich ja gar nichts mehr sagen. Oh, ich bin schon ein bisschen gestresst. So. Gestresst? Warum?
Ja, weil die ja auch gleich kommen und wir müssen noch grillen und ich will mir noch hübsch machen. Ich will ja auch so gut aussehen wie ihr. Das schaffst du eh nicht. Was hast du da noch gekauft, Frau Mäus? Ah ja, ich habe gedacht, ich mache uns einen Limoncello Spritz. Geil. Ja. Habe ich ein bisschen Prosecco, Limoncello und Mineralwasser für gekauft. Mega. Jetzt haben wir natürlich einen anderen Grill als alle anderen, aber wir kriegen das irgendwie schon hin. Erstmal packe ich jetzt unsere Wäsche weiter nach hinten. Stimmt. Das ist ein Gasgrill, oder? Ja. Ja, aber der Unterschied ist, dass die Hitze von oben kommt. Das heißt, bei den ganzen Grills, die wir uns angeguckt haben, war immer die Hitze von unten. Der Grill ist im Inventar des gemieteten Wohnwagens inbegriffen. Besonderheit, die Flammen erhitzen das Grillgut von oben. Da hat Lex sich wohl umsonst stundenlang Tipps der Profi-Griller eingeholt. Also ich würde auf jeden Fall gerne heute abliefern. Ich habe aber ein gutes Gefühl, dass wenn es wirklich völlig katastrophal wird, dass dann der Micha auch gerne noch mal hilft und der Andi. Aber das Ziel ist schon, dass die auch sagen, ey Junge, das hat er geil gemacht. Meine Taktik beim Grillen ist Flachspielen hochgewinnen. Ob die aufgehen wird? Zumindest unterstützen seine Mädels den 29-Jährigen bei den Vorbereitungen. Auch wenn er ihnen eigentlich einen freien Abend versprochen hat. Da waren allerdings auch noch nicht so viele Gäste eingeladen. Jetzt, wo du weißt, dass du gar nicht mehr so viel Zeit hast, kommst du ein bisschen unter Druck, kann das sein? Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Also ich glaube, ich hätte die Zucchini ein bisschen dünner geschnitten, damit die Zucchini auch ein bisschen den Geschmack von dem Knoblauch aufnehmen kann. Ne? Aber ich will jetzt auch gar nicht so viel an Lex rummeckern, weil der ist hier echt knapp on time und der macht gerade so viele Sachen auf einmal. Also eigentlich sieht das gar nicht schlecht aus, was er macht. Aber das würde ich ihm nie ins Gesicht sagen. Burlesque-Tänzerin Setti kennt ihren besten Freund eben. Und der ist langsam, aber sicher im Stress. Also die Gäste kommen gleich und die haben natürlich ordentlich da geil aufgetischt. Das müssen wir natürlich jetzt auch irgendwie schaffen. Deswegen jetzt irgendwie gucken, dass wir ein bisschen Gas geben. Wird Lex fertig, bevor die Gäste auf der Matte stehen? Achtung, die Oldenburger Camper rollen an. Hamburger Lex hat zum Grillen geladen. Hallöchen! Na? Das ist natürlich sehr praktisch. Ja. Also der Lex zieht sich gerade noch um. Ganz genau. Aber wir können ja schon mal aufbauen, oder? Ja. Die Gäste bringen ihre Sitzgelegenheiten einfach selbst mit. Typisch Camping eben. Einige Minuten später lässt sich dann auch der Gastgeber endlich blicken. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr alle da seid. Zu meiner großen Meisterprüfung beim Grillen. Dann setzt euch doch erstmal hin. Lex, willst du auf den Grill für alle richten? Das Problem ist, wir haben halt nur diesen einen. Gut, dann gehst du wieder. Hätte ich eine Idee. Du hast eine Idee? Ich dreh durch. Oh. Man könnte meinen, du vertraust mir nicht. Das ist nur Unterstützung. Ah. Kein Misstrauen. Ich habe sogar hier einen Stecker dabei. Das hätte sogar ich, aber ja, ist gut. Wer will denn jetzt alles ein Bier? Willst du mal die Biere verteilen? So, hat ihr da was zu trinken? Dann auf einen hoffentlich schönen Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke. Bedankt euch nicht zu früh. Prost. Der Durst wäre somit schon mal gestillt. Aber die vielen Gäste haben auch großen Hunger. Jetzt liegt es an Lex, das Essen auf den Tisch zu zaubern. Bleibt zu hoffen, dass sich der Hamburger die Tipps der Grillprofis zu Herzen genommen hat. Die Taktik jetzt erstmal nicht zu versauen und alles irgendwie lecker zu kriegen. Und dann schauen wir mal, dass das hoffentlich fast. Als hätte er nie etwas anderes gemacht, oder? Ja, es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also ich bin halb zufrieden. Ich glaube, das Gemüse ist jetzt gleich fertig. Dann können wir da noch mal ein bisschen Fleisch reinknallen. Hier haben wir schon die ersten drei Hähnchen. Grillen, ein Fulltime-Job. Das merkt jetzt auch Lex. Also ich habe noch nichts gegessen, aber ich will jetzt auch erstmal die hungrigen Mäuler stopfen. Und wenn die zufrieden sind, dann bin ich zufrieden. Und dann esse ich vielleicht auch noch was. So, lecker essen. Zu Hause an der Elbe arbeitet der Entertainer oft bis in die Nacht hinein.
Zeit, um Gäste zu bewirten, bleibt da wenig. Aber im Urlaub auf dem Campingplatz ist eben alles anders. Und Lex schlägt sich richtig gut. Micha, guck ja. mal, es geht weiter. Ah, Lexi, das sieht... Ah, habt ihr gehört? Das sieht gut aus, hat er gesagt. Ja. Der 29-Jährige grillt ein Würstchen nach dem anderen. Zeit zum Durchatmen oder Essen bleibt kaum. So, ihr Lieben, seid ihr denn alle satt geworden? Ja. Ja. Da, es liegt noch ein bisschen was und ich habe auch noch ein bisschen was, aber ich dachte, ich setze mich jetzt mal ganz kurz zu. Endlich kann auch Lex sein Gegrilltes probieren. Und jetzt lasse ich mir erstmal von euch erzählen, ob es euch denn geschmeckt hat und ob alles super war. Das war durchweg lecker. Mir hat es auch sehr gut geschmeckt. Ja. Also das Gemüse war richtig lecker. Die Röstaromen fehlten bei dem Fleisch ein bisschen, bei einigen Stücken. Aber ich kann dir nur einen Tipp geben. Es liegt jetzt, glaube ich, nicht nur am Griller, sondern kauf dir einen vernünftigen Grill. Trotzdem sind alle satt und zufrieden. Lex Grillaktion war ein voller Erfolg. Ja, bei den Tipps, die ich von euch bekommen habe oder die ich allgemein heute bekommen habe, bin ich sehr froh, dass ich das Ergebnis erzählen konnte, was wir erzählt haben. Jawohl. Also, Männer, vielen Dank. Und vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja, ja, sehr, sehr gerne. Auf dem Campingplatz, da zum Wald, Beinsdegelegeleg, tut mir Lachs oder auch kein Schmerz.